Was allerdings total komisch ist. So, na, dann. Womit fange ich an? Klassischer Sonic? Ach, wir fangen mit normal dem Sonic. Dem meiner Meinung nach Leistung. Eigentlich soll man ja das Schwere zuerst machen, aber ich fange lieber mal mit dem Leichteren an. Eine Warpkugel, sie bringt dich zu einem anderen Bereich. Probier's mal. Ja, aber nicht in dem modernen Level. Probier's mal mit Gemütlichkeit. Und da geht's mit Highspeed runter. Hey, wie sieht denn an? Halt! Die Wolke, ne, bringt nicht. Ich dachte, ich dachte noch, du bringst dich irgendwo hin. Hupsala. Bringt sie. Ein bisschen vielleicht ist sie nicht schnell. Schön. Ja, da hätte ich springen müssen. Irgendwie bin ich noch ein bisschen im Tiefschlaf. Ich weiß nicht warum. Nein! Das war eng, Alter. Ah! Du hättest nicht zu der Wolke springen müssen, sondern. Ich bin echt zu blöd hier heute, das gibt's doch gar nicht, ey. Aber du hast einen Sternring schon da eingesetzt. Hey, ein Erfolg! Ich bin echt gut! Ja. Kein Kombo? Oh, hab ich jetzt auch wieder gepinnt. Ey, das gibt's doch gar nicht, ich verpenne hier heute alles, ey. Oh, nach links und rechts. Seit wann bin ich denn an einem Samstag so schlecht? Oh, pff. Mein Gott. Keine Ahnung, hast du lang genug geschlafen? Eigentlich schon, bis um 9. Knappe 9 Stunden Schlaf. Ja, bei mir waren es 8,5. Ja, du bist ja das gewohnt, du stehst ja morgens so gefühlt um 3 Uhr auf. Ja, aber nur wenn was anliegt. Das liegt jetzt erstmal nicht mehr, hast du mir gesagt. Weil der Axel hat ja sein FSJ abgeschlossen. Ja, 11 Monate lang. Hast du gar. Ui! Ich bin echt zu blöd heute, das gibt's doch nicht. Ich hab's noch gesehen und spring volle Kanne rein, ey. Und ich bin tot, nee, doch nicht. Ich hab nochmal Glück gehabt. Wie geht's weiter hier? Nach rechts. Mein Gott. Hab ich wieder Glück gehabt. Ich mach alles falsch, was man nur falsch machen kann, ey. Ja, irgendwie schon. Und das gibt's doch nicht. Und oben wäre ein Sternring gewesen, das hätte ich dir jetzt noch sagen können. Aber ein Leben sammle ich ein, das ist doch auch was. Ja. Und jetzt weil ich tot. Das Leben ist gleich wieder weg. Ich bin sowas von gut, ey. Das kann auch nicht jeder. Ich meine, sie ein Leben einsammeln und direkt das wieder verlieren, also... Naja. Das muss man auch... Jetzt verpasse ich es auch noch, ey. Was ist mit mir denn los, ey? Ja, meine ganzen Skills sind flöten gegangen, ey. Jetzt versäume ich wieder zu springen. Ganz ruhig, es ist nur ein 3D-Effekt. Ja, der scheint mir aber schon große Probleme zu machen, meine Fresse. Also kann ich auch den S-Rang. Hallo, warum hat er das hier jetzt nicht anvisiert? Was soll das? Hast du vielleicht ein bisschen zu spät gedrückt? Nein! Es gibt's nicht. Konntest du. Es dürfte wieder kein S-Rang werden. Es wird keiner. Nee, wird ja auch nicht, weil ich ja schon Leben verloren. Ich bin auf B-Rang, um ehrlich zu sein. Das wäre blamabel. Nein! Einfach nein, das heißt du nicht machen lassen. Du hast die Roboter auch einfach leben lassen. Hä, wo? Nein, nach links, da. Ach, da. Zu Sprung. Mein Gott. Oh, Mann, ey. Ja, wenn du es geht doch nur alles schief heute, ey. Also, übereifrig darfst du an bestimmten Stellen nicht sein. Ja, das werde ich nun mal leider. Da packt mich mein Ehrgeiz und da werde ich dann übermütig. Was soll ich machen? Und ich merke gerade, dass ich auch einen Fehler begangen habe. Siehst du, und dort rechts hältst du springen müssen, um den roten Stein rumzukriegen. Mein Gott. Nein, aber ich habe einen Fehler begangen, denn zu Beginn wurde ja diese Warpkugel eingezogen. Ich habe versehentlich gesagt, dass es die hier nicht gibt. Ja. Das hatte mich auch ein bisschen gewundert, weil ich dachte eigentlich, dass es sie nur hier gibt. Nee, es gibt sie sowohl im klassischen als auch im modernen Level. Ah, okay. So, da sieht man mal, dass ich echt schon nicht, dass ich das echt lange schon nicht mehr gespielt habe. Wieder nicht gesprungen. Ich bin nicht zu blöd heute, ey. Das darf doch, und jetzt geht's nach rechts. Das darf doch echt nicht wahr sein. Ey, komm wieder runter! Ja, dann musst du nach oben. Und hepp. Wenn man schnell genug ist, schafft man es auch zu dem Ober. Och nö, ey. Was soll das denn jetzt? Mann. Eieieiei. Jetzt gibt man ein bisschen Gas, Sonic. Oh, jetzt bricht's hier auch noch auseinander.
Ja, auf die Sprungfeder. Und nicht zu schnell rennen, denn jetzt stirbt der Bohnen ein. Zu spät. Egal, auf die Kugel. Auf die Kugel! Und jetzt hat der Roll. Was hast du gerade gesagt? Roll, roll? Wir rollen, rollen. Achso. Schnell. Hier kann ich jetzt endlich mal ein bisschen Gas geben. Ja, weil davon auch schon das Ziel ist. Und du hast einen Rang B. Pass auf. 446, das ist erbärmlich. Und das ist B. Jo. Oh je, ich schäme mich sehr für meine Leistung. Na, dann möchte ich sehen, wie du das klassische Level hinter dir bringst. Wahrscheinlich noch schlimmer. Nein, ich muss positiv denken. Ich darf nicht negativ denken. Positiv denken? Gegenteiltag. Ja, aber gerne doch. Heute ist aber nicht Mittwoch. Algengrütze. So, Illustration 5 erhalten. So, wir wechseln auf klassischen Sonic. Und gehen rein ins Sky Sanctuary. Jetzt scheitert sogar das, ey. Ich glaube, ich sollte das ganz weglassen und es dir überlassen, das mit dem Rennen. Ich krieg heute nicht. Nein, dann gib doch. Nein! Was denn mit dem Reden? Nee. Nein, Rennen. Ich habe schon Rennen gesagt. Aber ich will es nicht abgeben an dich. Nein. Denn das würde meine Ehre verletzen, wenn ich das nicht hinkriege. Komm runter. Ein schönes halt. Ein schönes Level, aber leider nicht in Sonic und aus das Racing transformt ist. Ja, da ist es aber glaube ich auch voll enthalten, oder? Ja, deswegen dachte ich doch, es ist nicht so schön in dem Spiel. Und ein weiteres Leben. Ja, es stimmt, da war es nicht so dolle. Weil bei dem Spiel hasse ich es komischerweise am meisten, wenn du fliehst. Ja, die Flugsequenzen sind wirklich doch nicht so schön, wie ich dachte. Dann lieber im Boot fahren, das macht mehr Spaß und du fährst du rollst erstmal voll in die falsche Richtung. Ich verstehe gar nicht warum immer. Ah, Das war verdammt knapp. Aber es ist gut gegangen. Endlich habe ich mal ein bisschen Glück! Boah, Alter, meine Fresse. Nein! Nehme ich eben die Feder. Und mit Fullspeed hoch. Na gut, mit Fullspeed. Das stimmt nicht ganz. Das ist naja, in dem Spiel Vollspeed. Naja, das geht nur bedingt. Halt, da lang. Och, ey, das gibt's doch nicht. Das ist auch, weil der echt schwierig ist mit dem Springen. Da ist die Warpkugel. Ja, du darfst einfach bloß nicht zu schnell sein, denn. Ja, aber eigentlich Sonic. Ja, ich weiß. Sonic verbindet man mit dem Begriff ja, schnell. Ich weiß, aber das ist bei den klassischen Spielen auch so gewesen. Da kannst du auch nicht einfach Vollspeed gehen. Ja, außer an manchen. Da war er noch nicht schnell. Hupsala. Fick dich, du Sau. Naja, im allerersten Teil hat er ja. Steinring! Jawohl. Im allerersten Teil hat er noch kein hier Spin-Dash drauf gehabt. Ja, das versucht er ja am Schluss vom Spiel hier. Und damit kommst du nicht hoch. Wo lang jetzt? Ach, da durch. Okay, ich habe nur den Pfeil da unten gesehen. Ich bin doch so ein Idiot, Mann. Ganz ruhig. Nein, und? Also. Warum springe ich immer, ey? Angewohnheit. Oh, Sprung. Diese Passagen konnte ich mich auch noch erinnern teilweise und die waren nicht schön. Das Bescheide ist zum Schluss mit den Sternenringen. Du musst das Level mindestens dreimal vollbringen. Oh, ja, stimmt, weil du verschiedene Wege dafür nehmen musst, war das, glaube ich, an. Genau. Und die anderen, die das Spiel nicht kennen sollten, die werden ja sehen, warum. Oh, jetzt. Und hoch. Hey! War doch. Na, nochmal. Oh Mann. Jetzt, hoppala, das war blöd. Ich bin echt zu blöd heute für. Und ich bin tot. Aber wir haben ja noch 7 Versuche. Ich glaube, es sind sogar 8, oder? Ja. Geht es? Damit waren es ja noch 7, so gesehen. Ich bin heute echt für alles zu blöd. Es war doch keine so gute Idee, heute das Let's Play anzufangen, glaube ich.
Und voll Kanüte in den Abgrund. Ich bin doch echt zu dumm. Das kann doch nicht wahr sein. Ganz ruhig. Das ist doch noch einfach hier eigentlich. Ja. Wieso ist das... Glückwunsch! Was soll denn das? Das ist echt nicht mehr lustig. Take Nummer 4003. Jetzt, das war jetzt böse. Was soll ich machen? Und jetzt... Rennen, bevor du schon wieder in den Abgrund stürzt. Und jetzt seht ihr... Halt die Klappe! Und wenn du so, wenn du es mir... Ach so, verstehe. Wenn du es mir so reinreibst, dann wird's auch nicht einfacher. Mano. Und das ist, glaube ich, wieder ein Rang B. Ich glaube, das könnte sogar noch C sein. Nee, ist B. Das wäre auch sehr böse, wenn ich dafür noch A gekriegt hätte. Für diese grauenhafte Leistung. Ich glaube, der Einzige, der wütend ist, ist Sonic, wenn er dich angucken würde und dann denkt er sich so, wieso zur Hölle lässt du mich so oft in den Abgrund? Aber du hast Glück, er kann dich nur angucken, er kann ja noch nicht reden. Das stimmt. Aber sein 3D-Ebenbild könnte mir was sagen. Ja. So, mal sehen, was Knuckles jetzt zu sagen hat. Na, ich weiß es schon. Du nicht? Danke, Sonic. Das war echt gute Arbeit. Hey, hast du etwa zugenommen? Boah, das war mies. Nee, ich hab, bei meinem ersten Mal, als ich das durchgezockt habe, habe ich immer mit dem modernen Sonic aufgehört. Bei mir auch. Ja, aber der sagt ja immer was anderes, wenn er den klassischen Sonic, mich würde mal was interessieren. Aber Herausforderungstore sind erschienen. Neue Herausforderungen erwarten dich in jedem Akt. Es gibt 5 Herausforderungen in Akt 1 und Akt 2. 10 insgesamt. Neben allen Herausforderungstoren gibt es ein Symbol, das dir zeigt, welche Art von Herausforderung dich dort erwartet. Ja, und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, war es so, dass man... Also, ich kann es ja mal demonstrieren. Ja. Dass hier ein Boss-Tor, also hier ist Feierabend, hier kommen wir nicht weiter. Dafür müssen wir erstmal den Boss besiegen, aber da oben sind ja 3 Schlösser. Und dafür brauchen wir 3 Schlüssel und diese Schlüssel bekommt man, wenn man jeweils eine Herausforderung aus jedem Level abschließt, glaube ich. Ja. Habe ich das richtig aufgezählt? Ja, passt. Sehr gut! Danke! Bitteschön! Aber was ich jetzt erstes eigentlich machen wollte, wo ist er denn? Da hast du nicht. Ich will, also, wollte jetzt eigentlich den Metal Sonic Kampf machen erst. Der ist bei Chemical Plant. Ja, ist mir auch gerade eingefallen. Darf ich den machen, der ist so einfach. Ach, ich wollte den auch eigentlich. Du kannst dir die erste Herausforderung machen. Mach da oben ist er. Ah, ein Chaos Emerald. Aber er ist so einfach. Tritt mir gegenüber, wenn du den Chaos Emerald haben willst. Das Lustige ist, im Schwermodus habe ich eine bessere Leistung als im Normalo. Du, das geht mir bei Silver genauso. Bei Silver habe ich auch eine bessere Leistung im schweren Modus als im normalen Modus. Aber jetzt spielen wir noch einmal dieses tolle Intro ab, dieses Mini-Intro vor dem Kampf. Ja. Wenn man das als Intro bezeichnen kann. Ja. Metal Sonic. Ein schöner... Ein schönes Comeback von Sonic CD. Au. Der saß. Aber ich glaube, ich schönes da, Riesenrad. Ich glaube, ich hatte da ein bisschen Probleme mit. Naja, so da du Ringe hast. Ja, habe ich ja noch. Jetzt habe ich erst wieder welche. Jetzt greift da mich an. Und ich habe ihn gleich mal erwischt. Man muss ja immer nur ihn auf ihn raufspringen. Oder besser gesagt, ihn berühren. Nee, stopp. Du musst springen. Ich weiß schon, dass du ihn hättest angreifen können. Ach so. Das wusste ich nicht und das war jetzt einfach nur dämlich von mir. Hey, ich bringe mal höher, geht doch. Okay, das wusste ich nicht, dass man ihn da auch angreifen kann. Das wusste ich zum Beispiel und deswegen ist meine Bestleistung irgendwas mit unter einer Minute, keine Ahnung. Jo. Ach, jetzt wirft er, glaube ich, diese komischen Karten. Abbremsen. Nein! Abbremsen! Und Gas geben. Da wären Ringe gewesen. Egal, es kommt weiter. Und Sprung. Bam! Voll auf die 12. Ein Treffer kommt noch. Na los, komm hier, du Pfeife. Gib Gummi. Spring! Und... Nochmal.
Also du bist auf der sicheren Seite. So, los, komm. Okay. Verdammt, jetzt habe ich gezögert, aber nee, kriege ich nicht. Spring, versuche es. Ja. Nee, da also komme ich nicht ran, das kann ich vergessen. Oh, okay. Jetzt wird's. Jetzt wird's eng, ich habe nur noch... Das war dämlich. Und nochmal von vorne. Nächster Versuch. Naja, aber es lief ja ganz gut eigentlich. Dafür, dass es jetzt echt lange nicht... Das war zu früh. Das kann ich eigentlich von vornherein schon wieder vergessen, denn wenn man da schon die Ringe verliert... Spring! Voll ins in die Fresse. In your face, man. Zugegeben, das mit dem Springen habe ich auch nur durch Testen herausgefunden. Na, spring doch! Jawohl. Mein Gott. Ey, heute mache ich aber auch so knappe Sachen, ey. Das gefällt mir gar nicht. Das ist nicht gut. Zieh! Renne! Okay. Okay, das passt nicht. Nochmal abbremsen. Was? Ja, das finde ich fies mit den Lampen. War doch voll daneben eigentlich. Was soll das? Oh. Mano. Wird das vielleicht ein Game Over, wenn das so weitergeht? Wir werden es erledigt. Alter, du bist nicht hier, um mich noch zusätzlich nervös zu machen. Rico ist nervös. Oder das ist mein nicht. Part, hör auf damit, du Sau. Ich soll dich nervös machen, was ich aber nicht schaffe irgendwie immer. Nö. Das hatte ich versucht damals, aber es ist gründlich nach hinten losgegangen. Und alle, die Enrico vs. Axel gucken, wissen, was ich meine. Jetzt soll ich zu, erwarte ich zu lange. Eieieiei. Ist er nochmal gut. Zieh. Spring. Ja. Ein Drecksau. So, und wenn du jetzt es schaffen solltest, hinter ihm zu bleiben, also über ihm zu springen, dann nach hinten, dann bist du sicher. Spring hoch. Und nochmal. So, jetzt bist du auf der sicheren Seite. Zieh. Zieh doch. Ja. Und das war's. Woo. Ein und bam. In your face, bad bitch. Ja, und? Rang B wieder mal? Du bist ein Arsch, weißt du das? Für Rang B war das viel zu gut. Nee, ich dachte nur, dass du so oft Leben verloren hast, deswegen, aber... Stimmt, dafür war es zu gut, zeitmäßig. Ich sag... Ihr könnt es gerade nicht... Nee. Das Schweigen sagt alles. Ja. Du musst nichts dazu sagen. So, wir haben ein Chaos im Moment eingesammelt. So, und jetzt darfst du drei Herausforderungen machen und drei Schlüssel einsammeln. Ich muss einfach mal gucken, welche ich mache, weil ich will erstmal gucken, was das hier alles ist. Was man hier... Wasserschildrennen, reicht das zu dem Wasserschild rechtzeitig, um diese Fähigkeit zu halten. Ach so. Das klingt gut. Das Wasserschild, glaube ich, war gar nicht mal so schlecht. Das war auch. Damit konntest du, glaube ich, einen Doppelsprung machen mit Sonic. Ja. Das ist cool, ins Wasserschild. Also wenn wir dann, also in meinem endgültigen Let's Play will ich ja dann auch alle Herausforderungen abschließen. Das habe ich mir als Ziel gesetzt. Ach nee, war nicht Doppelsprung. Man springt nur noch ein bisschen höher. Aber mit irgendeiner Fähigkeit konnte man, glaube ich, Doppelsprung machen. Aber ich weiß nicht mehr, welche das war. Ich weiß, welches war. Du musst da hoch. Glaube ich. Da? Also, genau, da muss ich. Mit welcher Viecher? Was, mit dem Feuerschild? Nein, es war mit dem Donnerschild. Ja, stimmt, genau. Feuer war nur, dass du so aggro-mäßig. Der war gut.